Hallo und herzlich willkommen hier erneut zurück zum nächsten Teil mit Fallout 4. Wir sind nochmal hier kurz in die City zurück von uns und ich würde sagen, ich baue jetzt hier auch mal den Handelsplatz hin, den wir uns jetzt ergattert haben. 1500 Grundkorken haben wir. Und dann haben wir jetzt hier ein Einkommen durch die Siedler. Ich habe zwar keine Ahnung, wie viel das sein wird, aber ich bin mal gespannt. Vor allen Dingen, was da alles verkauft wird. Von hier steht's 7 a.m. bis 10 p.m. Dann muss ich auch erst noch einen zuweisen. So, nehmen wir gerade dich. Scheint es ja nichts zu tun zu haben. Okay. So. Und dir gehört jetzt dieser Laden. Mal sehen, wie viel Uhr wir überhaupt haben. Sie läuft zumindest mal hin. Vielleicht ist er auch direkt geöffnet. Würde ich nämlich auch gerne mal sehen, was sie überhaupt zum Verkauf anbietet. Ich will nur ein bisschen handeln. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Wie läuft es hier? Da fällt mir irgendwie nichts ein. Das ist schlecht. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Willst du was kaufen? Klar, ich schaue es mir an. Sag mir, was du haben möchtest. Okay. Wie es aussieht, haben wir gerade beide nichts. Dann warten wir einfach mal. Erstmal die Power-Rüstung, bevor ich das vergesse. Und dann würde ich jetzt gerne mit euch nämlich die Stadtbibliothek ein wenig unsicher machen in Boston. Gleich mal runter teleportieren. So, da ist er. Die Serie X-01 der Power-Rüstung wurde nach dem Großen Krieg von verbliebenen Mitgliedern einer geheimen Vorkriegsorganisation entwickelt und eingesetzt. Sie bietet gegenüber den älteren Vorkriegsmodellen erheblich verbesserten Schutz. Scheiße, die will ich haben. Okay. Ah, das da ist die Bibliothek. Das hier ist aber der Untergrund, da geht's zu den U-Bahn-Schächten direkt unten drunter. Ich möchte jetzt aber in die Bibliothek hinein. Da geht's nicht, da geht's nicht, da geht's auch nicht. Scheiße. Sag mal, die wird doch wohl einen Eingang haben. Also es ist einfach nur ein hingeplackter Platz, den wir gar nicht besuchen dürfen. Dann wäre ich aber sehr traurig. Oh, Raider abschauen. Ach Gott, 5 Stück. Sayonara. Gott, diese Waffe ist einfach heftig. Die sind flexibel, die Kinders. Oh, und noch ein legendärer. Und da wären wir wieder an der Station. Daneben war, glaube ich, noch was. Brutal. 10 mm Pistole. Plus 25% Schaden an Körper... und Körperteilschaden. Jedoch höherer Rückstoß. Das ist nicht so schön. Der Rückstoß heißt, wir verziehen. Mit du Ragdoll. Schade, ist doch nichts mehr. Hier liegt ein Supermutant. Haben sie den etwa vor mir platt gemacht? Ah, und hier haben wir die Stadtbibliothek. 99 plus Haarnadeln. Beziehungsweise Haarklammern. Ja. Halleluja. Willkommen in der Stadtbibliothek. Na, hier sieht es aber toll aus. Da liegt schon ein toter Supermutant. Da finden wir ein bisschen was. Sicherheitsverstoß am U-Bahn-Eingang. Besucher und Personal sollten in Deckung gehen und sich ruhig verhalten. Holla die Waldfee. Wir haben da ein bisschen was stehen. Ich glaube, da ballern wir uns auch mal durch. Weil da hinten wird heftig gefightet. Sieht so aus, als wären das die Supermutanten hier, die versuchen einzudringen.
Soll ich sie sich gegenseitig erstmal noch platt machen lassen? Und dann einfach die Überreste einsammeln? Ah, dann kriegen wir aber keine Erfahrungspunkte mehr. Ah, knifflige Frage. Mal sehen, vielleicht schaffen wir es ja. Ich sammle erstmal hier in der Gegend alles ein. Oh fuck. Also sie wollen auf jeden Fall mit uns anscheinend ein bisschen Spaß haben. Dankeschön, Wachbot. Der hat mir geholfen. Gut, da haben wir auch noch ein Geschütz. Bis jetzt greifen die uns ja zum Beispiel nicht an. Das ist eigentlich sehr gut. Was wären wir nicht ohne Beckenknochen? Da kann man hinunter. Ah, auf den Hof. Gucken wir gerade mal, liegt da irgendwas? Na, sieht schlecht aus. Da ist jemand zusammengequetscht worden. Der Arme. Ja. Hoffentlich machst du sie groß und dumm. Oh, scheiße, der Projektgrund ist jetzt anscheinend auch böse auf uns. Wäre es doch gar nicht erst so weit gekommen. Yep. Na gut. Dann wollen wir die Dinger auch mal platt machen. Ah, der liegt da hinten verwundet. Was war da? Es gibt Ärger. Gibt es den? Oh, da kommt noch einer. In der Umgebung. Halleluja, das sind gar nicht mal schlecht. Die Geschütztürme, die sehen mich überall. Gut, dass wir eine so eine Power-Rüstung haben. Ohne, glaube ich, wären wir schon tot. Und drunter ist noch einer. Lass den Pack reinhauen. Oh fuck, machen die Schaden. Oh, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Bis ich mal wieder ein bisschen Punkte habe. Der ist ja links auch noch attackiert. Halleluja. So, rechter down. War doch eben jetzt irgendwo ein Supermutant. Komm, hoch mit dir. Was jetzt alle? Weil es sah so ein bisschen aus, als wären sie auf der Jagd nach uns. Oh, das haben wir gut gefunden. Kronkorken.
Ich glaube, es wäre mal intelligent, Licht anzumachen. Weil das schon sehr hell ist gerade. Er ist abgehauen. Hat Angst vor uns. Kann ich ihm nicht verübeln. Bei den Waffen, die wir dabei haben. Na, das Licht aus. Pass auf. Irgendwie zu viel. Ich bin nicht weggelaufen. Hoffentlich kommen die nicht wieder. Ach, und wenn sie kommen, dann kriegen sie eine volle Breitseite. Sollen. Definitiv. Sicherheitsverstoß ausgeschaltet. Besucher sind wieder zugelassen. Das Personal kehrt bitte zurück an die Arbeitsplätze. Okay, alle Supermutanten tot. Überragend, wie sie einfach hier quasi einen Sturmlauf an Supermutanten hatten. Piper, bleib hier. Na, wo grenzt du schon dahin? Hier drüben. Ja. Wartet da. Quatsch, kann ruhig mitkommen. Muss nur mal kurz was für uns halten. Da. Schon alles rüber schieben. Okay, ich bin dann hier. Hey. Sag einfach komm Bescheid. Schon. Gut. So, was haben wir hier jetzt noch alles, was wir mitnehmen können? Eine Nuka-Cola. Sowas muss sowieso mit. Kaffeetasse, Buch. Blumen. Jetzt setzt die sich hin und trinkt einen Kaffee. Ich glaub's ja nicht. Nix geschafft am Tag und schon Kaffee saufen. Da haben wir ein Terminal. Hätten wir die Sachen vielleicht übernehmen können? Bücherrückgabe, was ist das denn? Hier können Sie überfällige Bücher zurückgeben, sowie eine Reihe lustiger Artikel für Ihre gesammelten Buchrückgabemarken erhalten. Okay. Was kann ich denn geben dafür? Sauberer Hundenapf, Haarbürste, Spielzeug außerirdischer, Kartoffelchips, Zuckerbomben, sauberer Hundenapf. Okay. Ist unbedingt nicht das, was wir brauchen, aber ich gebe es mal zurück. Ich glaube, da haben wir nämlich welche. Möchten Sie Ihre gesamten überfälligen Bücher zurückgeben? Ja. Und habe 5 Marken erhalten. Ne, 30. 5 pro Buch. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Ja, ich guck mal. Vielleicht finden wir ja noch einen anderen Automaten. In dem war jetzt nichts unbedingt drin, was ja, sich lohnen würde. Also die haben sich hier echt einen heftigen Kampf geliefert mit denen. Und sind reihenweise eigentlich eher einfach nur drauf gegangen. Halleluja. Die kamen jetzt hier unten durch. Ich hatte doch den Haupteingang gesucht. Ist der Haupteingang etwa unten in den Katakomben? Also der hier ansässigen U-Bahn. Könnte sein, ne?
Co-Play Station, tatsächlich. Die kam über die U-Bahn-Station hier rein. Hey! Sag einfach. Bescheid. So, und Piper kann nichts mehr tragen. Die U-Bahn-Station müssen wir dann wohl auch mal noch erkunden. Ich gehe jetzt aber erst hin und schaue mich hier weiter um. So, bis hier oben hatten wir alles. Da ist noch das Terminal. Erstmal hacken. Klammern suchen. Die E und die E. Turmsteuerung. Eine Einheit ist noch da. Deaktivieren. Protektron. Einheiten aktivieren. Abwesend oder beschädigt. So, ein Turm war noch da. Also hier steht keiner. Gehe ich davon aus, dass die Türme dort drüben gemeint sind. Auf der anderen Seite. Da waren ja auch noch ein Haufen. Ich werde wahrscheinlich gleich nicht drum rumkommen, eine Runde wegzugehen und mein Inventar zu leeren. Blöd, blöd, blöd. Ich hoffe, das Zeug ist Staub. Naja, Staub, Knochen, Asche, alles was dazugehört. Und noch ein Terminal. Also. Schon wieder Turmsteuerung. Ist immer noch eine Einheit. Gleich mal abschalten. Protektron. Alle tot. Ah, da unten in dem Hof gibt es sonst leider nichts. Da konnte man nur von der anderen Seite jetzt hier rüberlaufen. Und dann sind wir auch schon hier. Wow! Da ist noch ein Protektron. Aber der hat uns nicht auf der Agenda, wie es aussieht. Ich schütze und diene. Ich schütze und diene. Alles klar, da es aber der letzte ist und ich ihn, glaube ich, aufschlachten möchte. War mal kaputt, hm? Gerade gucken, was sie hier noch alles erledigt haben an Supermutanten. Jede Menge. Ich frage mich allerdings, wer diese Verteidigungseinrichtung überhaupt aufgebaut hat. Ja, stimmt. Das wäre was für Piper. War uns nichts zum Looten da? Hm. Machen wir uns was zum Looten. Sehr schön. Und ich bin überladen. Okay. Dann würde ich sagen, ich gehe mal kurz aus der Bibliothek.
Hier ist es die letzte Tür. Machen wir die im nächsten Part. Und werde dann mal die Gegenstände entleeren. Geschafft. Kann noch ein bisschen was einpacken. Piper hat das gefallen. Sehr schön. Noch einen Schlüssel erhalten. Und hier am Terminal sehen wir uns dann wieder. Bis dahin. Sayonara.